Willkommen und hallo zum Unterricht in besonderer Form. Du wirst hin und wieder solche Videos von mir bekommen und diese Videos sind interaktiv. Das heißt, an einer bestimmten Stelle werde ich dir sagen, pausiere das Video, übernimm, was auf der Folie steht, also was in dem Video steht, oder bearbeite die Aufgabe, die zu sehen ist. Wenn du fertig bist mit der Aufgabe, dann geht's weiter im Video. Zunächst einmal, bevor wir ins neue Thema starten, die Wiederholung hast du ja nun hinter dir, erstmal ein paar Taschenrechnerübungen. Du nimmst dir also deinen Taschenrechner, also Pause machen, Taschenrechner holen. Jetzt geht's weiter. Du nimmst deinen Taschenrechner und versuchst all diese Rechnungen in deinem Taschenrechner umzusetzen. Für 4 plus 4, also 4 plus 4 ist gleich, und du bist ganz überrascht, das ist 8. Dann probieren wir Kommazahlen einzugeben, Dezimalzahlen, also 5, Kommataste ist da unten, 9 plus 7. 4,8 ist gleich. Wir wiederholen Brüche einzugeben. Hier gibt es verschiedene Varianten. Entweder tippst du erst 1, 2, 3, dann das Bruchsymbol und danach 5, 4, 9 oder du tippst erst das Bruchsymbol und navigierst dann mit den Pfeiltasten hier oben. Sobald du auf das Ist-Gleich drückst, kürzt dein Taschenrechner den Bruch auf 41 183. Das macht er ganz automatisch. Nächste Aufgabe, wandle den Bruch in eine Dezimalzahl um, 1/8. Das heißt, du gibst zunächst den Bruch 1/8 ein. 1/8 ist gleich. Und zum Umwandeln eines Bruches in eine Dezimalzahl drückst du dann die SD-Taste. Diese Taste wechselt zwischen den Darstellungen und als Dezimalzahl entsteht 0,125. Das geht natürlich auch andersrum. Wandle eine Dezimalzahl in einen Bruch. Du tippst also ein 0,040625. Drückst das Gleichheitszeichen und erhältst sofort einen Bruch. Sollte das nicht so sein, drückst du die SD-Taste. Der Bruch ist 1/16. Letzte Aufgabe. Wandle in einen unechten Bruch um. Wandle in einen unechten Bruch um. Das heißt, wir müssen erstmal eine gemischte Zahl eintippen. Das mache ich, indem ich hier über der Bruchtaste, über dem Bruchbefehl, sieht man noch in goldener Schrift, eine gemischte Zahl angedeutet, also Shift, dann dieses Zeichen und dann kann man mit den Navigationstasten das Ganze ausfüllen. Die 3, Navigationstaste, 1, Navigationstaste, Viertel, dann das Gleichheitszeichen drücken, 3, ein Viertel, Gleichheitszeichen, und entweder wird schon der unechte Bruch 13/4 angezeigt, oder du drückst die SD-Taste. Beziehungsweise Shift. Shift und dann
über der SD-Taste siehst du nochmal Umwandlung von gemischter Zahl in unechten Bruch. Je nachdem, wie dein Taschenrechner schon Standard eingestellt ist, macht der manche Dinge automatisch. Ansonsten helfen dir die Tasten, die ich dir gerade gesagt habe. Nun aber ins neue Thema. Wir haben folgenden Sachverhalt. Wir haben Spanisch als zweite Fremdsprache an unserer Schule. Im Schuljahr 2013/14 gab es 180 Schüler. Und die Anzahl der Schüler des 7. Jahrgangs mit Latein als zweiter Fremdsprache ist 63. Und im darauffolgenden Schuljahr gab es 240 Schüler und 72 haben, hier muss Spanisch stehen, Spanisch gewählt. Sabina sagt also, seht ihr, die Werbung lohnt sich. Denn es sind mehr Lateinschüler geworden. Matthias sagt, klar, Latein ist stark im Kommen. Auch der sieht, jawohl, hier gibt es einen Anstieg von 63 auf 72, ganz klar, einen Anstieg. Und Lena hinterfragt das Ganze, meint ihr wirklich? Die Frage ist jetzt also, was meinst du? Was meinst du? Pausiere das Video und überleg dir, stimmt das Ganze? Werbung lohnt sich, Latein bzw. Spanisch ist stark im Kommen. Oder wie siehst du das? Pausiere das Video und danach geht es weiter. Prima, du hast dir einige Gedanken gemacht und hast vielleicht so das Gefühl, dass das hier alles nicht ganz so stimmen kann, wie Sabina und Matthias das sehen. Klar ist hier ein Anstieg zu sehen von 63 auf 72, aber du hast auch die Zahlen im Blick. Der gesamte Jahrgang ist ja deutlich gewachsen. Und einige von euch haben höchstwahrscheinlich sogar schon ein wenig gerechnet und gesagt, naja, ich habe ja hier 63 von 180 Schülern, die diese Sprache gewählt haben, also 63 von 180 und ich habe hier 72 von 240 und wenn man das in den Taschenrechner eingibt und daraus eine Dezimalzahl erstellen lässt, dann ist das hier 0,3 und hier 0,35. Also hier in dem Bereich mehr Schüler, wenn man das ins Verhältnis setzt. Und genau darum soll es in der im Thema Prozente, Prozentrechnung gehen. Dinge zu vergleichen ist manchmal nicht ganz so einfach. Hier brauchen wir ein Hilfsmittel, die Prozentrechnung, um Sachverhalte vergleichbar zu machen, die erstmal auf den ersten Blick nicht vergleichbar sind. Denn hier sind es 180 Schüler, hier sind 240 Schüler. Wir müssen das irgendwie umrechnen. Bevor wir aber dazu kommen, bevor wir zur richtigen Prozentrechnung kommen, sind dir Prozente als Begriff ja irgendwie schon geläufig. Wenn man auf das Bild achtet, man kennt Aussprüche wie, unsere Chancen stehen heute 50-50. In dieser Saison haben wir bislang 60% der Spiele gewonnen oder ich bin mir zu 100% sicher. Die Wortbedeutungen hat man vielleicht schon mal gehört und wir nähern uns jetzt an, wie das Ganze in Zahlen aussieht. Beispiel. Die Hälfte kannst du auch als Gemeinbruch angeben und die Hälfte als Bruch, das ist als einfachste Variante ein Halb. Ein Halb kannst du natürlich auch
als Dezimalzahl angeben. Ansonsten hilft dir gleich der Taschenrechner. 1/2 sind also 0,5. Und die Hälfte, also 50-50 sagt man manchmal, mir gehört die Hälfte, in Prozent sind natürlich 50%. Das Ganze können wir auch für ein Viertel machen. Ein Viertel als Bruch ist also ein Viertel. Als Dezimalzahl sind das 0,25 und als Prozentzahl, ein Viertel ist ja die Hälfte von der Hälfte, ist die Hälfte von 50%, also 25%. Versuche die gesamte Tabelle nun auszufüllen. Also übernimm die Tabelle und fülle die Tabelle aus. Danach geht's für dich weiter im Video. Okay, du hast die Tabelle übernommen, ausgefüllt und die müsste nun insgesamt so aussehen. 3/4, also 3/4 als Dezimal ist 0,75 und als Bruch 75%. 1/5 sind als Bruch 1/5 als Dezimalzahl 0,2 oder 20%. 1/8 0,25 oder 12,5%. 1/10 0,1 10%. 1/100 sind 0,01 0,01 oder 1%, 1/100, 1%. Ein Ganzes, wenn wir die Reihe hier logisch fortsetzen, wären 1/1 oder als Dezimalzahl 1,0, in Prozent 100%. Das Doppelte wären dann 2/1, 2,0 und das Doppelte sind 200%. Übernimm die vervollständigte Tabelle, falls dir noch Angaben fehlen. Wir haben eben schon erste Umwandlungen von Brüchen in Dezimalzahlen und Prozente gemacht. Das Ganze soll nun etwas geübt werden. Wir haben gesehen, Brüche mit einigen Nennern, mit bestimmten Nennern, können leicht in Prozente umgewandelt werden. Wenn ich weiß, 1/100 sind 0,01, beziehungsweise 1%. Wenn ich weiß, dass 1/100 1% sind, kann ich auch direkt sagen, 37/100 entsprechen also 0,37, also 37%. 4/10 kann ich auf 100 erweitern. Ist genau das gleiche wie 40/100 oder 0,4. Den Sprung hätte man auch so machen können. 0,4 und das sind 40%. Oder andersrum, mal als Dezimalzahl gegeben, 0,19 ist das gleiche wie, hier sind ja die Zehntel, hier die Hundertstel, 19/100 oder 19%. Aufgabe an dich, formuliere eine Regel, wie man Dezimalzahlen direkt in Prozente umwandeln kann. Tu dies in eigenen Worten und notiere dir die Regel stichpunktartig oder in ganzen Sätzen in dein Heft, nachdem du das Beispiel hier übernommen hast.
Weiter geht's. In deinem Arbeitsheft Seite 10 siehst du hier nochmal folgendes Beispiel. Brüche mit dem Nenner 100 können leicht in Prozent bei Schreibweise angegeben werden, haben wir gerade gesehen. Also hier nochmal 1%. Also 37%, 40%, 19%. Fülle die folgenden fehlenden Angaben aus, also Seite 10 im Arbeitsheft Nummer 1. Bitte erledigen. Danach geht's weiter für dich im Video. Ja, willkommen zurück. Du hast also in Prozent umgewandelt und mit dem Lösungsheft in deinem Arbeitsheft verglichen. Wir besprechen trotzdem kurz einige Lösungen. 700stel, also 7%, das ist jetzt genauso wie bei den vorherigen Beispielen. 63% bleibt genauso. 7/10 mussten erweitert werden auf 100stel, sind also 70/100stel, also 70%. 0,61 Zehntel, Hundertstel in der Kommafolge oder in der Stellenschreibweise, also 61%. Eine 1 vor dem Komma bedeutet, wir haben hier also ein Ganzes, also 104%. Am schwierigsten war möglicherweise F 0,2 Periode, könnte man in Prozent schreiben. Hier hinter kommen ja wieder 2, 2, 2, unendlich viele Zweien. Also 22,2 Periode Prozent. Einfach um zwei Stellen nach rechts gerückt das Komma und du bist fertig. 3/50stel kann man wieder erweitern auf 100stel. 6/100stel, also 6%. 3/25stel lassen sich auch auf 100stel wunderbar erweitern mit 4, sind 12/100stel, also 12%. 5/200stel kann man auf 100stel umwandeln, ist allerdings unüblich, dass man im Zähler eine Dezimalzahl schreibt, also 2,5/100stel ist eher unüblich. Man könnte hier auf 1000stel erweitern, also das sind ja, auf 1000stel sind es 25.000stel und 25.000stel ist ja das gleiche wie das als Dezimalschreibweise. Und dann wüsste ich wieder, das sind 100%, das sind 10%, das sind die Einerprozente und das hier sind die Kommazahlen, also 2,5%. Deine nächste Übung besteht darin, aus gefärbten Flächen, geometrischen Figuren, Brüche und Prozente abzulesen, ähnlich wie in deiner Wiederholungsaufgabe, die du schon erledigt hast. Also im Buch, du notierst in deinen Hefter Seite 47 Nummer 1. Die Aufgabe findest du im Buch oder jetzt hier im Video. Und du sollst den Anteil der gefärbten Fläche sagen als Bruch und in Prozent. Du pausierst das Video und löst die Aufgabe. Willkommen zurück. Ich denke, für die meisten war das jetzt keine Schwierigkeit, hier also einen Bruch zu finden, der das Ganze beschreibt. Hier also ein Teil von Vieren, ein Viertel gefärbt, ein Viertel sind in Dezimal
Schreibweise 0,25, also 25%. Ein Zehntel kann man auch auf Hundertstel erweitern, 10%. Ein Fünftel lässt sich auf Hundertstel erweitern, muss man nicht unbedingt, kann man auch in den Taschenrechner eintippen. Ein Fünftel sind 0,2, 0,2, 0,2 und das sind 20%. 3 von 4 sind 3 Viertel, 1/2, 3 Zehntel, also 30%. 4 Fünftel, der Taschenrechner sagt, das sind 0,8, also 80%. Und auch hier 1 Viertel, also 0,25, also 25%. Das Ganze geht natürlich auch rückwärts. Schreibe 44 als Bruch und als Dezimalzahl. Und das ist ja eigentlich aus den letzten Aufgaben schon klar. 44% kann ich auch schreiben als 44 Hundertstel. Wenn ich das kürze, komme ich auf 11 25stel. Oder 44 Hundertstel kann ich auch genauso als Dezimalzahl schreiben. Dementsprechend wären bei 5a 10%, könnte ich als Bruch schreiben, sind 10 Hundertstel oder 0,1. 0, dann hätte ich die Zehntel, hier die Hundertstel. 10 Hundertstel könnte ich so schreiben. Oder die letzte 0 kann ich mir sparen. Pausiere das Video und mach das gleiche mit 25%, 60%, 90%. Kürze auch so weit wie möglich. Danach zeichne ein geeignetes Rechteck und färbe 10%, 25%, 60% und 90%. Wenn du das fertig hast, bearbeite die weiteren Aufgaben in dem Wochenplan, den ich dir auf der Dateiablage hinterlegt habe.